Die heutige Frage, wie werde ich glücklich in meinem Leben, möchte ich gerne mit meiner persönlichen Geschichte beantworten. Als ich jung war, habe ich den Beruf der Krankenschwester erlernt und habe dann auch fast 10 Jahre darauf gearbeitet. Ich habe das gerne gemacht. Aber ich habe, je länger die Jahre vorbeigingen, immer wieder gemerkt, ich bin hier nicht wirklich am richtigen Ort. Da kommt noch was anderes, da gibt es noch mehr für mich. Und zunehmend habe ich mich zwar wohlgefühlt im Beruf, es war okay, aber es war nicht meine Berufung. Das habe ich zunehmend gespürt. Ich wusste aber zu diesem Zeitpunkt auch überhaupt gar nicht, was ich denn sonst anderes machen wollte. Und diese Zwickmühle ist sehr unangenehm. Man weiß, man ist nicht mehr richtig da, wo man ist, aber man weiß auch noch gar nicht, wo es hingeht. Und intuitiv habe ich gemerkt, das braucht jetzt etwas Zeit. Und ich habe einen Entschluss gefasst. Ich habe den Entschluss gefasst, dass ich mir 1 Jahr Zeit gebe, dass ich nicht nach einer neuen Stelle Ausschau halte, sondern dass ich bleibe, wo ich bin und mir 1 Jahr lang Zeit nehme, um verschiedenste Berufe anzuschauen, was auch noch möglich wäre, was ich auch noch machen möchte. Ich war damals schon über 30 und war aber gewillt, für mein Glück, für meine Zukunft auch noch weitere Berufe zu erlernen, wenn das Sinn macht. Ich war dann an mega vielen Infoveranstaltungen von Hochschulen, von Berufen und sehr oft ging ich sehr enttäuscht nach Hause. Natürlich war da immer auch der Wunsch, dass an diesem Ort jetzt genau das passiert, dass ich mich wohlfühle und dass ich weiß, wohin der Weg mich jetzt nun führt. Und häufig war das überhaupt gar nicht der Fall. Manchmal habe ich so leicht gezweifelt, aber es war lange Zeit nicht dass der Funke übergesprungen ist und ich wusste, das ist es. Und diese Zeit, das war ein Durchhalten, ein bei mir bleiben und auch im Vertrauen bleiben und an mich glauben und den Mut haben, weiterzugehen. Heute würde ich sagen, dass das ein positives Ich-Gefühl war, das ich mir bewahrt habe. Und einmal, da war ich an der Pädagogischen Hochschule Zürich an einer Infoveranstaltung. Das war ein großer Saal. Ich weiß noch, wie gestern, wie das gewesen ist, der so gestuhlt war, so leicht schräg nach unten. Und als da eine Frau gesprochen hat über den Beruf der Kindergärtnerin oder Vorschullehrerin, wie man heute sagt, da hat es bei mir Klick gemacht. Mein Herz ging auf und da kam eine Freude und eine Gewissheit. Ja, das ist es. Ich wusste es sofort. Ich wusste genau das ist es. Das will ich machen. Ich wusste nicht, ob ich genug kompetent bin, ob meine Diplome stimmen, ob ich mir das finanziell leisten kann. Das wusste ich alles nicht. Aber es war mir egal, weil ich wusste, ich will das machen. Und ich werde alles daran setzen, um das auch tun zu können. Auch das war wieder ein Effekt von einem positiven Ich-Gefühl, von einer inneren Gewissheit und Stabilität, die ich damals hatte. Es hat sich dann herausgestellt, dass meine Diplome reichten, da war ich froh. Aber die finanzielle Situation sah ganz alles andere als gut aus. Ich habe damals in einer Dreizimmerwohnung in Zürich gelebt und habe mich dann dazu durchgerungen, in das kleinste Zimmer, 9 Quadratmeter der Wohnung zu ziehen und den Rest der Wohnung als WG zu vermieten. Ich wusste, das geht 3-4 Jahre, dann ist es vorbei. Und das habe ich dann auch gemacht, habe auch eine tolle WG-Partnerin gefunden und wir hatten eine gute Zeit. Es war eine harte Zeit, weil ich dann eigentlich nur Platz hatte für ein Bett und einen Schrank und ich musste auf dem Bett lernen oder irgendwo draußen in einem Café. Aber es war eine gute Zeit, weil ich wusste immer, wozu ich das mache. Ich habe dann auch am Wochenende noch Nachtschicht gemacht. Im Spital weiterhin, auf meiner Abteilung, wo ich vorher gearbeitet hatte, um genug Geld zu haben, weil das Minimum an Stipendien, was ich bekommen habe, das hat nicht ausgereicht. Und damals gab es noch nicht die Möglichkeit, den Beruf der Kindergärtnerin berufsbegleitend zu lernen.
Im Nachhinein kann ich sagen, es war eine harte Zeit, aber es hat sich gelohnt. Und ich wusste immer, wofür ich es mache. Für meinen Wunsch, mehr von dem zu leben, was mir entspricht. Und über die Kindergärtnerin ging ich nachher an die Uni Fribourg studieren und in dieser Zeit habe ich dann meinen Partner, den Karim, kennengelernt und mit ihm auch das Matrixen. Dann kam das Matrixen in mein Leben und da hat sich nochmal eine andere Welt aufgetan. Und da weiß ich jetzt definitiv, da bin ich am richtigen Ort. Weil Matrixen unterrichten ist meine Leidenschaft und ist meine Passion und das mache ich ja jetzt auch schon seit 6 Jahren intensiv. Und meine eigene Transformation ins Zentrum zu stellen und anderen Menschen dabei zu helfen, sie zu unterstützen, ihren eigenen Weg zu finden, ihnen Tools an die Hand zu geben, das ist mein echter Herzenswunsch. Und über diesen Weg raus aus dem Spital, über den Kindergarten, habe ich den Weg gefunden zu einem ganz anderen Ziel, was sich am Anfang noch gar nie gezeigt hat. Und das ist häufig so mit dem Glück. Man macht sich einfach mal auf, man spürt, es ist der richtige Weg und geht ein Stück weiter, bis man dann Schritt für Schritt für Schritt an den Ort kommt, wo man wirklich hingehört. Heute kann ich sagen, dass ich glücklich bin mit meinem Beruf, dass ich jeden Morgen aufstehe und denke, wow, so schön kann ich das Leben so leben, wie ich es lebe. Und ein Teil, wie ich das weitergeben kann bei meiner Arbeit, ist, dass ich Anwendungen kreiert habe, Matrix-Anwendungen, die dieses positive Ich-Gefühl stärken, dieses Vertrauen in dich selber, dieser Glaube an sich selber und auch das Vertrauen ins Leben und den Mut, wirklich zu tun, was dir entspricht. Und das kann man mit Quantenheilung manifestieren und fördern und stärken, so dass auch du dahin kommst, wo du gerne hin möchtest. Dabei würde ich dich gerne mit dieser Technik unterstützen. Wenn du mich und meine Arbeit kennenlernen willst, dann gibt es 2 Möglichkeiten dazu. Entweder du bist in der Schweiz wohnhaft oder in angrenzenden Regionen von Österreich und Deutschland, dann komm in mein Kurzseminar. Das geht 3 Stunden und da zeige ich dir diese Technik und auch wie du dieses positive Ich-Gefühl in dir stärken kannst und deine Blockaden lösen kannst, so dass du immer mehr das leben kannst, was dir entspricht. Und wenn du weiter weg bist, in einem anderen Land oder so weit, dass es sich nicht lohnt zu reisen, dann empfehle ich dir mein Buch Mut im Bauch. Dieses Buch habe ich geschrieben, um dich in deine Kraft zu bringen und einen Neuanfang schrittweise mit Energiearbeit zu begleiten, so dass er gelingt, so dass du ein glücklicheres Leben führen kannst, deine Berufung finden kannst. Das hier ist meine Katze. Kommt manchmal auch vorbei, wenn ich Videos drehe. Die findet das cool. Das Hochheben nicht so, aber das Dabeisein lässt sich nicht ablenken, wenn sie hier rumschwirrt. Das gehört bei meinen Videos dazu. Zu meinem Buch gibt es eine gratis Leseprobe. Ich lege die hier unten in die Beschreibung hinein des Videos. Wenn du magst, kannst du sie dir runterladen und dann mal schauen, ob das was für dich ist. Und es würde mich freuen, wenn wir uns mal an einem Kurzseminar treffen und persönlich kennenlernen würden. Alles Liebe, dein Anjali. Tschüss.